Ja, hallo, hier ist wieder DET Master und ja, bin hier in meinem LOL-Traktor, Tier-1 Panzer der Deutschen. Ja, fahre ich mindestens einmal täglich das Ganze, weil es macht einfach Spaß, ein bisschen rumtrollen und Tagessieg abfahren, freie Erfahrung mit erfahren und so. Ja, einfach nur ne, so just for fun. Ja, wir sind hier auf Minen, Los geht's. Standardgefecht und ja. Ihr seht in unserem Team, Gegnerteam, sehr, sehr, sehr viele Neulinge dabei, die jetzt eben halt gerade erst angefangen haben. Kollege und ich sagen immer, ja, den Anfänger mal das Game versauen, ne? Weil wir haben natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung und wissen, wo man sich vielleicht am besten hinstellt, wie und ne, was man tunlichst vermeiden sollte und so. Ja, und stelle mich hier mal an meine Ecke und warte jetzt einfach mal, ja, dass dann eben halt die Anfänger ihre typischen Fehler machen, ne? Und ja, da kommt schon, fährt schon der erste hoch auf dem Hill in Minen. Ja, dann haben wir uns gedacht, nur ja, warten wir mal ab, mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Ist ja immer, ja, das wird einfach nur viel geballert, viele schießen einfach nur sinnlos in der Gegend rum, ja? Muss man ganz eindeutig sagen, gleich am Anfang, obwohl noch kein Gegner nicht zu sehen ist. Ja, und das ist immer so ein bisschen, ne? Ach, guck mal, da haben wir schon mal das erste. Zack, und der ging drüber. Ja, der hat getroffen. Der hat auch getroffen. Der ging daneben. Und den haben wir zerstört. Und da bieten wir gleich die nächsten Ziele. Aber manchmal ist man auch in der Zielstufe ein bisschen unschuldig und eben nicht ganz ein. Ist für die Trefferquote natürlich nicht so prickelnd. Bietet sich dann natürlich hier an. Oh, der ist wieder weggefahren. Da kommt der nächste. Ach, dann nehmen wir den, wenn da, wenn sie da schon so rumstehen. Ihr seht, also das Treffen ist hier jetzt nicht so. Guckt man, ach, da fährt er ja. Kommt nicht wieder vor. Ja, ihr seht, bisher 120 Schaden gemacht, ist jetzt noch nicht so. Ja. Ja, wir haben genug Schuss mit, da können wir auch mal draufhalten, einfach so. Ist natürlich für die, wie gesagt, für die Trefferquote nicht so optimal. Ah, da merken wir schon, dass wir bauen. Schießen wir mal, gucken wir. Ach, da oben, da steht ja noch einer. Und der ist weg. Wow, da ist er ja. Ne, ihr seht, 2,20 Sekunden Nachladezeit nur. Das ist natürlich recht schnell alles. Ja, man hat aber locker mal 20, 30 Schuss rausgedrückt. Ja, wir sehen, wir haben zwei Abschüsse. Drei Abschüsse, wenn man es mal so sieht. Oh, nochmal getroffen. Und auch den nächsten wieder ausgeschaltet. Ja, steht mittlerweile 7 zu 9 für die Gegner. Ja, das ist dann immer so eine Sache. Man, gerade in diesem Stadion der Gefechte ist es dann meist so, dass, ja, wie soll man es so ausdrücken? Keiner mehr kommt von den Gegnern, aber wir sehen hier, ja, die Gegner sind gnädig. Und der nächste. Und weg damit. Ja, und da kommen schon die nächsten angefahren. Man muss ja im Prinzip nur drauf warten. Und hab bei mir auf dem LOL-Traktor eine 100er Mannschaft mittlerweile drauf. Tarnnetz ist drauf. Die Mannschaft wird auf Tarnung auch geskillt. So komplett auf Tarnung. Ah, da sind wir nicht mal rangekommen. Oh, da kommt noch ein Medium 1.
Haben mittlerweile schon 500 Abschüsse. Und den nächsten weggehauen. Ja, wir sehen, so viel ist hier jetzt nicht mehr. Steht es mittlerweile schon 11 zu 10 für uns, ja. Also, das war dann doch recht, ne? Ja, wir sehen eigentlich so gut wie jeden, den wir angeschossen haben, haben wir auch weggeschossen. Und der Tier-1-Panzer macht natürlich jetzt nicht so dermaßen viel Schaden. Gucken wir uns mal rum hier. Wo die nächsten, er müsste hier auf H4 dann stehen. Ja, wir haben gesehen gehabt, irgendein Medium-1-Stand dann weiter unten Richtung Dorf noch. Ja, und dann auf dem Hill ist noch einer. Ja, schauen wir mal, wie sich das denn jetzt hier so weiterentwickelt. 6 Abschüsse haben wir schon, also die Top Gun ist uns schon mal sicher. Ja. Also der Krieger. So, und dann gucken wir mal, was wir dann gemacht haben. Ich muss sagen, das war heute Vormittag oder heute Mittag das Gefecht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dann so gemacht habe danach. Ja, der T1 fährt davor, gucken. Ja, ein T1 und ein Medium war noch nicht offen. Oder nee, ein NC-31. Gucken wir mal. Ja, da ist der andere T1. So. Okay, also denken wir uns, ja, der fährt jetzt, wo unser andere T1 da down geht. Fahren wir hier mal runter. Und gucken. Ah, ja, da kommt er gleich. Ja, ne, dann. Ja, haben wir schon getroffen. Ja. Den haben wir da mal auch was schnell weggeschossen. Leider nicht gekillt. So, jetzt haben wir noch 2 Gegner übrig. Ein Medium und einen NC-31. So, Hälfte der Zeit des Gefechtes ist ungefähr um mittlerweile. Ja, stelle ich mich erstmal wieder hier hin, warten, 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 überlegen, was machen wir, was tun wir? Fahren wir rum oder bleiben wir stehen? Ja, jetzt schreibe ich auch im Chat, dass sie die kommen lassen sollen. Ja, warum stelle ich mich rückwärts hier rein? Das ist ganz einfach, weil dieser kleine Lolltraktor vorne seinen Motor hat und dort ganz gerne mal reingeschossen wird und dann entweder der Motor kaputt ist oder auch mal ganz fix anfängt zu brennen dann. Und ja, deswegen stelle ich mich da mal rückwärts hin. Ah, da sehen wir schon, da kommt der Medium 1. Also fahren wir doch mal dahin. Und ja, versuchen den wegzukriegen. Ja, wir sehen, unser MS-1 hier bekommt schon ordentlich eins auf die Mütze. Ja, und ist dann natürlich auch down, ne? So, also ganz klar, ran an den kritischer Treffer, ja, Sache. Der ging dann durch. Weiß jetzt nicht mehr, ob der nicht mehr schießen wollte oder so. Ja, das ist so eine Geschichte. Steckt man nicht drinne, ne? Aber wir sehen, es steht jetzt 14:12, da dürfte theoretisch nichts mehr passieren. Ja, und dann ist jetzt nur noch ein angeschlagener NC-31 übrig. Ja, wir sehen eine Gefechtswehr in 8 von 5486 für dieses Gefecht. Das ist ja... Na? Braucht man in der Regel eigentlich nichts mehr zu sagen. Was ich aber gerne ansprechen möchte nochmal ist, kurz bevor das Gefecht gleich vorbei ist, gerade an die Anfänger, im Tier-1-Bereich habt ihr gerne mal Panzer, die auf eurer Seite oder auf der Gegenseite sind und am Anfang in den Chat irgendwas posten, von wegen, ihr könnt euch günstig Gold kaufen, für 14 Euro noch was, da 10.000 Gold oder irgendwie sowas, wenn ihr da auf so eine Seite geht, auf so einen Link. Ich kann euch nur raten, macht das nicht, klickt nicht auf diesen Link, reicht eine Beschwerde ein über das normale Beschwerdesystem von diesem User. Das sind Bots, die spielen auch nicht mit, die posten das nur. Wenn ihr auf diesen Link raufgeht, ja,
Meistens handelt ihr euch dort irgendwelche Trojaner oder sonst irgendwas ein. Deswegen klickt dort nicht drauf, meldet das. Dann werden die irgendwann mal diese Accounts gesperrt. Ja, leider muss ich ganz ehrlich sagen, Wargaming schläft hier ganz, ganz, ganz gewaltig. Das bedeutet, wenn vielleicht ein, zwei, drei Leute das mitkriegen, vielleicht noch Screenshots machen und ein Ticket eröffnen, ja. Teilweise ein, zwei Wochen später oder ein, zwei Wochen lang immer wieder die gleichen, die das posten, die gleichen Bots, und Wargaming tut scheinbar nichts dagegen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Wargaming macht dagegen endlich mal was, damit die Leute nicht auf sowas drauf reinfallen. Ja, Finger von lassen ist gefährlich und ja, dann sehen wir uns gleich zur Gefechtsauswertung. So, dann schauen wir uns mal die Gefechtsauswertung an. Ja, endlich habe ich auch den Ace Tanker auf dem LOL-Traktor. Ja, oder Leichttraktor, sagen wir mal LOL-Traktor, weil, ne? Ja, Tier 1 rumtrollen, ja. Wie ihr seht, richtig schön, ja, ne? Ordentlich was angeschossen hier. Ja, Fire of Effect und den Schläger noch bekommen. Und natürlich die Top Gun, das Großkali, den Krieger. So, schauen wir mal. Ja, sortieren wir das mal nach Schaden. Ja, wie ihr seht, auf Platz 1 ich mit 708 Schaden. Der zweitplatzierte 186. Das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied, ja, zwischen Platz 1 und Platz 2. Ja, wie ihr seht, auch von der Erfahrung her, wenn man das mal sortiert, es ist schon heftig. Gucken wir mal die Gegner an. Ja, 278 Platz 1. Das ist, was soll man dazu noch sagen, ne? Ja, wie ihr seht, war heute 20.02. um 16:02 das Gefecht. Tierstufe 1. Schauen wir uns mal einen detaillierten Report an. Ja, 62 Schuss abgegeben, 31 Direkthits, 22 penetriert. Ja, Trefferquote ist natürlich, ne, ja, 50%, wenn man es mal so sieht. Ja, 708 Schaden geschossen, 11 Gegner beschädigt, 7 abgeschossen, 14 Schaden gemacht, Spielerunterstützung. Ja, 14.290 Credits, auch diese rausbekommen. Ohne Premium wären es nochmal 9.527 gewesen. Im Tier 1 braucht man im Prinzip nichts bezahlen, weder die Munition noch die Reparatur. Ja. Das bedeutet, wenn man so gute Gefechte hat, lassen sich damit dann schon nur ein paar Credits farmen. Ne? Ja, wie wir sehen, 1129 Erfahrung bekommen, 55 freie Erfahrung mal 2, weil es der erste Tagessieg war, das erste Battle überhaupt, 2258 Erfahrungspunkte. Ja, ohne Premium wären es nochmal 753 gewesen, mal 2506 Erfahrungspunkte. Ja, was soll man sagen? Tagessiege abfahren, ja, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, immer durch die Bank weg. Macht einfach Spaß, gerade in den Low Tiers ist es manchmal echt amüsant. Ja, und momentan kann man ja leider High Tier nicht wirklich fahren, weil, ja, ich nenne es mal ganz einfach so, sind einfach zu viele Noob-Nasen unterwegs, ne? Die groß rumflamen und vom Battle eigentlich keine Ahnung haben. Ja, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal.